darf Sie ganz herzlich begrüßen zur Pressekonferenz heute nach dem Spiel gegen den KSC. Ich darf ebenfalls die beiden Trainer hier oben begrüßen. Stefan Rutenbeck bei uns, Markus Kauczynski für den KSC. Und wie üblich gebührt dem Gast das erste Wort. Bitte Ihre Stimme zum Spiel. Erstmal Glückwunsch für Greuther Fürth zum Sieg. Hochverdient, wie ich denke. Unglücklich für uns, natürlich der Zeitpunkt. So kurz vor Schluss, trotz alledem, glaube ich, war Fürth über weite Teile des Spiels das stärkere Team. Wir haben es leider immer nur phasenweise geschafft, ins Spiel zu kommen, das Spiel ausgeglichen zu gestalten. Ja, wir waren sehr bemüht, aber letzten Endes haben eigentlich sowohl im Spiel nach vorne als auch in der Defensive einfach noch ein paar Prozent gefehlt. Wir haben schon gewollt, aber ich glaube, an dieser Stelle muss ich die Mannschaft auch in Schutz nehmen. Wir haben 3,5 Wochen Vorbereitung gehabt und ich glaube, heute hat man gesehen, dass diese Prozent, die am Ende dann auch ein Spiel ausmachen und dann wirklich das Entscheidende sind, einfach noch nicht da sind. Und es heißt für uns, hart zu arbeiten, sich das zu erkämpfen, zu erarbeiten, anzutrainieren, was uns fehlt und dann in der nächsten Woche das besser zu machen, als was wir heute gemacht haben. Nochmal, ich mache den Jungs an der Stelle keinen Vorwurf. Ich glaube, man hat gesehen, jeder wollte, aber heute war leider nicht mehr drin. Danke sehr. Vielen Dank. Stefan, kommen wir gleich zu dir. Wie fällt dein Fazit aus? Ja, Max hat schon alles gesagt. Ich glaube auch, dass der Sieg schlussendlich verdient ist, auch aufgrund eines kleinen Chancenplus. Vielleicht haben wir einen Tick mehr investiert dann auch ins Offensivspiel als der Gegner. Aber natürlich ist es so, wenn du in der 89. Minute dann das 1-0 machst, in der Standardsituation, dann ist auch ein bisschen Glück mit dabei. Aber das haben wir uns heute ein bisschen erzwungen, auch glaube ich, mit der Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben. Wir waren mutig als Mannschaft, viele Dinge haben schon funktioniert, einige noch nicht. Wir müssen noch einiges auch noch zulegen, aber das ist uns bewusst und das ist auch der Mannschaft bewusst. Wir sind nicht zu euphorisch, freuen uns aber, dass wir heute gewonnen haben. Und es ist so wichtig, heute 3 Punkte eingefahren zu haben, wenn man das Programm jetzt sieht. Wir fahren nach Leipzig, wir haben Aue, wir haben St. Pauli, 3 Spiele jetzt auswärts mit dem Pokalspiel. Und da sind wir froh, heute diesen 3 eingefahren zu haben, weil diese Mannschaft, so wie sie aufgestellt ist, unheimlich viel Selbstvertrauen benötigt, um auch das Spiel so durchzudrücken, wie wir es machen. Die Mannschaft ist jung und jeder Sieg tut uns gut im Moment. Dankeschön. Vielen Dank. Gibt es aus Ihrer Reihe Fragen an die Trainer? Dieter Bracke, das Mikrofon kommt. Ich habe eine Frage an beide Trainer. Trainer äußern sich nicht gerne zu Schiedsrichterleistung, aber ich muss eine Frage loswerden. Kann es sein, dass Herr Welz zu viel diskutiert mit den Spielern, anstatt sich auf das Spiel zu konzentrieren? Dem Gast gibt man das erste Wort. Jeder hat seine Art, jeder hat seine Berechtigung. Ich finde die Frage jetzt nicht irgendwie zielführend. Er hat ein ordentliches Spiel heute gepfiffen, glaube ich, ein gutes Spiel, ohne größere Fehler. Ob man da diskutiert oder nicht, ist mir eigentlich relativ wurscht. Kann ich jetzt für mich nichts. Ich wüsste nicht, was ich daran stören sollte. Also. Ja, ich. Auch die Schiedsrichter müssen ja erstmal in die Saison starten und es gibt immer Richtlinien, die zu befolgen sind und von daher, wir haben ein bisschen diskutiert auch mit dem Schiedsrichter, aber war schon so in Ordnung. Also wir hatten schon mehr Diskussionen mit Schiedsrichtern. Also, ja, stimmt. Gibt es weitere Fragen abseits des Referees? Christoph Ruf. Herr Kauczynski, Sie haben den Jimmy Hoffa in der Halbzeit ausgewechselt. Was hatte das für Gründe? Und Sie hatten auch nicht wirklich einen Stürmer dann auf der Bank, ne? Das hatte taktische Gründe, weil wir keinen Zugriff im Mittelfeld hatten. Das kann man auch mit dem Verhalten der Stürmer regeln, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass wir das hinbekommen. Deswegen habe ich mich für eine Mittelfeldveränderung entschieden, was auch defensiv funktioniert hat. Da war ein bisschen mehr Sicherheit am Anfang der zweiten Halbzeit im Spiel.
Wir haben mit Boubacar Berry und auch Marvin Melem offensive Leute auf der Bank, die haben das Rennen gemacht, jetzt gegenüber zum Beispiel Pascal Köpke. Das ist ein Ergebnis der Vorbereitung von 4 Wochen. Und deswegen haben wir uns entschieden, auch so auf den letzten Metern hat Marvin Melem einfach auch nach vorne hin das einen kleinen Tick besser gemacht. Und dann muss man als Trainer halt harte Entscheidungen treffen. Normales Ding. Also wir haben schon offensive Leute dabei gehabt. Gibt es weitere Wortmeldungen? Nee, den Rest klären wir dann im Nachgespräch. Dann sagen wir herzlichen Dank fürs Kommen, wünschen unseren Gästen einen guten Nachhauseweg, Ihnen noch ein schönes Wochenende und ja, es dauert dann, bis wir wieder bis bald sagen können. Tschüss.